Zur 80er Jause lädt das Sozialreferat der Marktgemeinde Brunn am Gebirge jedes Jahr all jene ein, die das 80. Lebensjahr vollenden. Neben Kaffee und Kuchen und netten Plausch mit Bürgermeister Andreas Lienhardt und Gemeinderätin Gabi Steiner gab es für jeden Jubilar noch Brunner Wein. Immer Lebensfreude. Und bei mir ist Arbeit keine Arbeit in dem Sinn. Bei mir ist alles Hobby. Und ich mag alles gern. Ich werde nur ganz unglücklich und zornig, wenn ich mal nicht arbeiten kann, wenn man krank ist, gell? Oder wenn man sowas hat. Aber das merkt man, das hält jung, weil sie schauen nicht aus wie eine 80erin. Ich schau, ich habe ja eine Tochter, einen Schwiegersohn, drei Enkelkinder und drei Urenkel. Und mein Mann auch noch. Natürlich, der ist ja auch schon das Kind jetzt noch dazu. Und die halten mich in Trab. Aber da muss man ganz schön dahinter sein. Ja, schon. Ich koche heute noch für alle 9 Personen. Regelmäßig? Regelmäßig, außer Samstag, Sonntag. Da habe ich einmal frei. Das ist uns eine sehr wichtige Veranstaltung. Unsere 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger werden eingeladen, hier mit uns ihren 80er zu feiern, den sie im Laufe des Jahres haben oder hatten. Ja, inzwischen hat es ein bisschen rumgesprochen, weil ich heuer anlässlich meines Jubiläums im Mai eine Ausstellung schon gemacht habe. Die hat so geheißen, wie das alles so war in bald 80 Jahren. Die Menschen gehen hinaus, haben Konversation und das ist es auch, was uns gut zusammenhält, was uns gut zusammenfügt. Und ich sage einfach, wenn du ein bisschen sprichst, ja, das ist mehr oder ein Wort ist oft mehr wie 1000 Worte. Ja. Geh zu, sprich mit den Leuten und die Leute fühlen sich wohl und die Seele fühlt sich wohl. Und so soll es ja auch sein. Ich schreibe sehr viel seit dem Tod meines Mannes, der leider schon 18 Jahre tot ist. Im Kindergarten habe ich seit das dritte Jahr schon als Leseoma verpflichtet, einmal in der Woche und so Dinge. Es gibt immer etwas, was dann auch noch interessant ist. Ne? 80er Jause hier, da kommt man gern her. Na sowieso. Und ich sage, man muss solche Sachen auch annehmen, wenn es von der Gemeinde angeboten wird. Weil sonst dann auf einmal sagen sie, es hat keiner Interesse, dann machen wir es nicht mehr. Na und wir sind alle Brunner, wir müssen auch zusammenhalten. Und man setzt sich zusammen und redet wieder miteinander. Ja, und dann man kommt zusammen und dann sagt man, aha, da ist schon der ist auch dabei. Und Jesus, nein, ich weiß ja gar nicht, dass du auch schon 80 bist. Ich glaube, du warst Jinger oder was. Ne? Eine schöne Jausen? Ganz eine gute Jausen. Den Kaffee muss ich loben und die Torten aber auch. Weil ich bin ein Süße, wissen Sie, obwohl ich es nicht saltet. Das weiß aber keiner. Nein, es macht nichts. Hier und da muss man sündigen. Schau, sonst ist das Leben nicht lebenswert.